Was geht ab, Friends, und willkommen aus Los Angeles. Wir sind heute mit der Gang. Drüben haben wir einmal Eugen und Mette und natürlich Dennis Daniel. Wir sind seit 2 Tagen in Los Angeles. Wir haben uns mal 1-2 Tage mal gegönnt, so ein bisschen kamerafrei durch die Stadt zu laufen, ein bisschen ein paar Sachen zu sehen. Und jetzt sind wir an der berühmten, von mir immer heiß gelobten Straße. Und zwar, da hinten ist die Melrose Avenue. Man sieht das Schild vielleicht. Freunde, was soll ich euch sagen? Ich will gar nicht so viel erzählen, viel labern, ne? Aber jetzt wird ein bisschen Vintage eingekauft. Also in den letzten oder beziehungsweise in den nächsten YouTube-Videos, die wir machen werden, wird sehr viel Vintage eingekauft. Wir werden Flea Markets abchecken. Wir werden jetzt hier auf der Melrose sein, wir werden später auf der Fairfax sein. Also checkt auf jeden Fall das ganze Video ab und ich würde sagen, wir fangen an, die ersten Läden abzuklappern. Los geht's. Bevor es aber richtig losgeht, müssen wir ganz kurz einen kleinen Outfit-Check machen, ne? Ich bin wieder Vintage. Ich habe mir eine Wrangler Denim gekauft. Vintage, sehr used, de-stress. Natürlich mein Los Angeles Tee, was ich vor 2 Jahren in Los Angeles gekauft habe. Dann habe ich einmal Chrome Half Cap und natürlich Balenci Brille, passend zu den Balenci Schuhen. Jetzt würde ich sagen, wir checken mal ganz kurz ab, was die anderen Jungs tragen. Was trägst du denn, Bro? Zeig mal dein Outfit. Du bist natürlich komplett Support, Eigensupport. Du hast hier deine eigenen Samples. Ja. Samples, Painterhose. Aha, habe ich. Kommt demnächst wieder rein. Okay. Also in, ich glaube, so 2 Wochen. Aha. Und es kommt auch im nächsten Drop. Neues Shirt. Genau. Deine Saal Painter, ihr wisst Bescheid. So, Mette, Bro. Was hast du, Balencis? Ja. Guck mal, guck dir mal das hier an, Freunde. Balencis, die sind wild, ne? Du schwörst auf die Tracks? Mhm. Also, Bro, deine letzten, du hast die kaputt gerockt. Ja, ja. Was trägst du sonst noch, Bro? Ganz normal, regular Shorts und oversized Tee. Basic? Okay. Basic. Oh, Chain, Bro. Bro, aber ich, Bro, ich muss echt sagen, du traust dich schon was mit deiner Kette hier. Bro, ich will kein Auge machen, ne? Aber du traust dich schon ein bisschen. Eugene, Bro, was trägst du denn eigentlich heute? Fangen wir mal von unten an. Ich feier die übertrieben. Mason, Yasuhiro. Sehr, sehr crazy, Bro. Werde aber ein bisschen nach dem Chip komplett gepickt sein. Ja, normal. Ich habe auch Angst um meine Balencis, aber muss gerockt werden. Bro, ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen überhaupt. Wir machen jetzt einfach so Blurred. Blurred, okay, wir haben mal Blurred hier. Nee, im Endeffekt Prototypen, Shorts. Ja, sehr wild. Sommerkollektion. Sehr wild, Bro. Prototyp Longsleeve. So aha. Ein bisschen mehr Turtley. Ja. Turtleneck, Kaderbrille, Rootbag. Die kommt übrigens bald. Release. Genau. Release. Sehr wild. Gemix und ein bisschen Root Pearl Cap. Okay. Pearls. Dann würde ich sagen. Jetzt Modedesigner haben wieder nur ihren Style. Bro, immer eigenes, außer ich, ne? Außer ja, ich. Aber, ey, ne, Freunde, ihr dürft mir das nicht übel nehmen. Aber wenn ich schon hier LA Vintage shoppen bin, dann muss ich auch komplett Vintage eingekleidet sein. Ich muss auch sagen, mit dieser Jeans hier, es ist schon ein bisschen warm, aber ich halte es aus. So, Melrose Avenue hier entlang komplett. Wir laufen jetzt mal die Straße durch. Oh, Matt hat schon was entdeckt. Erstes Tor, wir checken mal ab. Workwear, sehr viel Carhartt. Oha, so einen hätte ich Bock. Friends, was sagt ihr zu so einer Camouflage? Ist es eine Carhartt? Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, egal was ihr sagt, aber ich hätte mir das auf jeden Fall so eine Military Pants holen. Hier meine Abteilung, Freunde. Wilde Patchwork Denim. Auch von Levi's Custom Made. Auch Cord-Hosen. Cord bin ich gerade ein bisschen raus, das ist nicht so mein Vibe. Sehr tight. Ist das hier Balenciaga? Ist das hier Balenciaga, die neue Kollektion? Friends, mein Lieblingsstore. Wir waren schon Venice Beach im Second Street Store. Ich war vor 2 Jahren da und habe mir schon wirklich nice Stuff hier gekauft gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Erwartungen, ja, ob das hier alles übertrifft. Weil ich habe sehr hohe Erwartungen, macht mir gerade selber viel, viel Druck. Jetzt gehen wir mal in den Laden rein. Übrigens, online sind die sehr, sehr crazy aufgestellt. Aber ich glaube, die sind in Amerika echt. Ich glaube, die haben mehrere Stores in New York und so. Ich glaube, erst mal in den Laden reingehen, abchecken, was es hier so gibt. Es ist so voll hier, ne? Digga, einfach alle Farben. Du musst hier richtig stöbern. Das hier fand ich zum Beispiel nice. Geile Waschung. Print finde ich geil. Auch so ein bisschen gecrackt. Fühl ich. Matt, hast du schon was gefunden? Zeig mal, was hast du gefunden? Immer so ein Nasty. Ja. Hast du mir gezeigt gehabt. Ja. Was Front gefällt mir nicht so sehr. Weiter. Dann nochmal so ein bisschen Ami-Style mit dem Benjamin drauf. Boah, das ist wild, Alter. So mit dem Mask und so, Bandana-Style. Für $9, Digga.
$9, das ist wild. Ja, man muss halt suchen, hast du gesehen, ich bin die ganzen Rack durchgegangen und habe jetzt so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Shirts. Zeig mal weiter. Dann haben wir so einen Bob Marley-Tee. Oha, Bro. Alter, du hast ja schon richtige Dinger gefunden. Ja. Geiles Motiv. Genau, ist auch cool, ne? Okay, weiter. Ich würde das sogar nehmen, aber es ist mir zu groß. Dann, das weiß ich nicht, hat mich irgendwie ein bisschen angetan. Bro, was so ist das? 21 und dann so Management, so, weiß ich mal, irgendwas hat mich daran. Bro, no joke, getan. Ich dachte gerade 81, einfach Hells Angels. Aber ich stand ja eigentlich California-Team mit so ein bisschen Rap-Style. Okay. Auch cool. Bro, so. Am besten gefällt mir das Bob Marley und das andere da. Das zweite, glaub. Das hier? Ja, Bro. Würdest du das mir geben, wenn ich es nehmen würde? Ja, na klar. Schreib mal in die Kommentare. Ich feier's irgendwie. Ich glaube, ich hole mir das. Ich nehm's mal mit, ja? Oh, Mette hat eingekauft. Was hast du geholt, Bro? Willst du ein bisschen kurz zeigen? Wir zeigen zu Hause, Bro. Ja, wir zeigen zu Hause. Da ist auch ein Shirt von dir drin. Eins von mir, ich habe mir auch eins geholt. Aber du hast gefunden. Ja. Danke, Bro. Komm, setz mal ein. Wie kostet eine Runde? $5. Okay, ich bin mal gespannt. Welche würdest du dir wünschen? Eigentlich, Bro, den Air Force. Bro, Air Force oben. Welche? Der gelbe, Bro. Mensch, sein der da. Was? Ja. Bro, mach keinen Scheiß. Hol den gelben. Komm schon, komm schon. Ah, zu früh, Bro. Oh, shit. Welcher ist der teuerste? Bro, der gelbe oben. Der gelbe? Ja, ja. Aha, okay. Läuft. Noch nicht. Sehr spät. Ah, zu früh. Ah, genau gleich. Fuck! Bezieht den Stuff, wo wir in ein paar Tagen sein werden. Diese Halle da, ne? Und Elia hat eine krasse Idee, aber von der werden wir jetzt noch nichts verraten. Hey, alles vorbei. Ist alles vorbei. Round 2, der Store, der war vor 2 Jahren ganz anders. Aber dann war ja diese Randale, ne? Ja. Wo sie da so voll reagiert haben zu Black Lives Matter. Wir haben ja alles kaputt gehauen hier in der Welt, nur nochmals. Keine Rips. Ja. Aber ist auch schon gut vorselektiert auch, ne? Ja, hier bei Round 2 ist eigentlich gut so. Ich fühle das jetzt nicht so, aber eigentlich jemand, der so Polo feiert, ne? So ein cleanes Golfer-Polo. Das sind so exclusive Pieces. 120 Dollar, $500, schaut mal, Freunde. So ein richtig verflecktes Teil, so komplett gerissen hier. $500. Weiß Gott, warum das so besonders ist? Boah, das ist wild. Ja, Russie. Da sehe ich mich, Alter. Germany. West Germany. Okay, Leute, wir sind gerade in Round 2. Elia ist gerade am Shoppen. Ich bin sein Kameramann und habe kurz sein Handy gecrashed, damit ich auch ein bisschen was aufnehme. Okay, hier ist zu laut, aber ich muss jetzt drüber gehen. Schon Waterspoon, sein Laden, wurde auf jeden Fall letztens ziemlich gut auseinandergenommen bei den Looms, die hier in LA und überall stattfanden. Aber eine wirklich schöne Selection, also eine wirklich schöne Auswahl. Und das Lustige daran, wir gehen tatsächlich in den nächsten Tagen genau dahin, wo er seinen Stuff bezieht. Also wirklich zu den Großhändlern. Und da werden wir auf jeden Fall ein paar Sachen versuchen zu ziehen. Ich bin gespannt, ob wir was finden. Aber ich werde auf jeden Fall richtig viel mitnehmen. Versprochen. Einige Stores abgecheckt. Wir haben auch ein bisschen eingekauft. Wir werden euch natürlich den Stuff auch zeigen. Jetzt gehen wir in den Store, in dem ich vor 2 Jahren Jesse 2 Jeans gekauft habe. Das war dieser Denim Heaven. Die machen quasi Vintage Levi's Jeans. Alles custom made, wirklich sehr geile Fits, aber leider hauptsächlich nur für Frauen. Also wenn ihr eurer Frau was kaufen wollt, Denim Heaven. Die haben auch einen Online-Shop.
glaube ich. Und jetzt gehen wir in den Laden rein, mal gucken, was es so gibt. Aber wie gesagt, leider nur für Frauen. Und guck mal hier. Rub. Got mushies.